Hallo und herzlich willkommen wieder bei Nerdful Medizin. Wie versprochen gibt es jetzt noch mal ein paar Videos direkt aus dem Dienst. Ich bin gerade von einem Einsatz zurückgekommen. Einer von den sehr seltenen, glücklicherweise sehr seltenen Notfällen, aber was sehr, sehr herausfordernd ist, sind die Kindernotfälle, wo es wirklich um was geht und wo man schnell Medikamente, schnell Dosierungen parat haben muss. Und wer hat die denn? Um 4 Uhr in der Früh parat für ein 15-Kilo-Kind. So. Wahrscheinlich nicht jeder, und wie ihr sicher alle wisst, gibt es ja 1000 verschiedene Hilfsmittel. Es gibt zum Beispiel die ganzen Kinderlineale, gibt es verschiedene Konzepte. Es gibt dieses Kinderband, das man so auslegen kann. Es gibt einen Haufen Apps. Eine App, die ich ganz gut finde, ist PediHelp. Wir verlinken das unten nochmal, wo man schon in der kostenlosen Version ganz, ganz viel sehen kann. So ein bisschen sehr clicky-bunty, aber mit richtig guten Dosierungen und auch ganz, ganz vielen Inhalten. Aber ich persönlich muss ehrlich sagen, ich war mit all diesen Dingen irgendwie nicht ganz zufrieden. Und zwar nicht, weil ich der super Kinderanästhesist bin, das bin ich nämlich nicht, aber weil bei dem einen waren viel zu viele Informationen drin, beim anderen viel zu wenige Informationen. Und irgendwie hat es mir so nicht getaugt. Und irgendwann mal habe ich mich dann hingesetzt, habe mit ein paar Spezialisten gesprochen, habe mir die Quellen zusammengesucht, gibt es ja ein paar richtig gute kinderanästhesiologische Bücher und eben auch diese ganzen Fibeln und Apps und so, die es da so gibt, und habe mir selber was zusammengeschrieben. Und dann habe ich mir überlegt, okay, aber in welcher Form nehme ich das denn mit? Also habe ich es in zwei Formaten mit. Das Format 1, das finde ich ganz cool, schaut so aus, ich hole das jetzt da gerade raus, und zwar aus meiner Protokollmappe. Ja. Und was habe ich da drinnen? Eine total übersichtliche, zwinker-zwinker, Kindertabelle. Das ist so mein Maximal-Informationsding, wo einfach alle meine Werte drinnen stehen, die ich mir selber zusammengeschrieben habe. Ihr seht es da oben, das ist für verschiedene Kategorien, vom Säugling jetzt Kleinkind, und dann geht es mit dem Kilogramm und grob einer Altersabschätzung durch. Das ist jetzt natürlich ziemlich erschlagend, aber da kann man, finde ich, wenn man auf Einsatz, auf Anfahrt ist und grob weiß, wie alt oder wie schwer das Kind ist, und meistens hat man eine dieser Informationen hoffentlich parat oder kann nochmal bei der Leitstelle nachfragen, dass die diese Informationen nochmal rausgeben, und kann sich schon grob darauf vorbereiten und mit dem Team oder vor allem mit dem Kollegen, der das NEF lenkt, nochmal besprechen. Und dann habe ich mir gedacht, aber manchmal hat man die Protokollmappe nicht dabei, manchmal ist das auch irgendwie doof, diesen riesen Zettel daraus zu suchen, und im Notfall, wenn es dann oder nicht 10 Kilo hat, sondern 10 Jahre alt ist, da muss man schnell neue Informationen suchen, und da ist diese Megatabelle natürlich nicht sonderlich übersichtlich. Und deshalb habe ich mir das Ganze nochmal, weil ich ein kleiner Nerd bin, nochmal zusammengebastelt als so Pocket Cards. Und zwar, so schaut es aus. Ja. Das sind einfach kleine Zettel, die ich laminiert habe. Laminiermaschine soll sowieso jeder zu Hause haben, das ist das Beste, was es gibt, laminierte Zettel. Laminiert und dann mit einem simplen Ring da zusammengebunden mit einem Loch da drinnen. Und da sind diese ganzen Daten nochmal komprimiert. Ja? Also da gibt es einen Zettel für das Neugeborene, und da ist vorne CPR und die wichtigsten Vitalwerte. Und dann dahinter nochmal andere Informationen. Und das Ganze geht dann so weiter. Das ist das Säugling, 5 Kilo. Dann ist es irgendwie das Kleinkind, sehe ich da. Kindergartenkind, 15 Kilo. Und da zum Beispiel sieht man da unten doch die CPR-Dosierungen. Immer in einer Verdünnung. Und wie viel Milligramm und Milliliter. Das Ganze hat mir dann so Spaß gemacht, diese lustige kleine Pocket Cards zu produzieren. Da habe ich nachgedacht, welche Sachen braucht man noch selten, aber die sollte man trotzdem haben. Und da sind mir so ein paar Sachen eingefallen, wie zum Beispiel eine schnelle Übersicht, welche Medikamente sind denn bei Schwangeren in Ordnung. Ja, was gibt es noch? Was zur Toxikologie, der Kinder-GCS, auch was, was ich irgendwie, wo ich manchmal zu doof bin, mir das zu merken. Auch die Gefahrenstoffe. Und das Ganze ist dann wieder zurück exportiert worden, und denkt sich, oh Gott, was für ein Ultra-Nerd, exportiert worden auf diese Doppelseite, an die ihr euch erinnern könnt, die ja da immer in meinem Protokollmäppchen sowieso dabei ist. Nämlich gibt es dann diese ganzen Sachen auch auf einer Seite, sodass man es parat hat und nicht immer aus der Tasche rauskramen muss. So, habt ihr auch sowas? Ich bilde mir ein, fast jeder zweite Kollege hat irgendwie so ein kleines Mäppchen, irgendwas, wo er was aufschreibt und irgendwie was selber macht, oder benutzt ihr Apps? Welche Apps benutzt ihr? Und natürlich, wenn ihr Bock habt, gibt es genau meine Tabellen, ohne Gewährleistung, dass da alle, jede Dosierung natürlich stimmt, ja, müsst ihr alles vorher überprüfen, aber gibt es die auch auf nerdfallmedizin.de zum Download in den Shownotes. In den Shownotes verlinke ich auch nochmal die ganzen
Apps, die ganz gut sind. Dann gibt es ein paar Links zu den Kinderlinealen, die auch super sind und vieles mehr. Also, ich freue mich. Bis beim nächsten Mal bei Nerd von Medizin. Ciao.